Ein Arbeiterkind aus Dreiskirchen könnte jetzt für die große Sensation sorgen. Das ist Andreas Andi Babler. Sein Vater arbeitete für den Reifenhersteller Semperit. Babler selbst hat politische Kommunikation studiert. Über seine Wurzeln und seinen Aufstieg spricht er sehr gerne. Wo steht Andreas Babler ideologisch? 1989 ist Babler der Sozialistischen Jugend Niederösterreich beigetreten. Von Marx bis Lenin, er hat kapitalismuskritische, teils auch recht radikale Theorien vertreten. Er verteidigte Russlands Annexion der Krim und kokettierte mit einem EU-Austritt. Mittlerweile distanziert er sich aber von diesen Positionen. Bekannt wurde Andi Babler durch seine klare Haltung während der Flüchtlingskrise 2015. Kurz davor wurde er Bürgermeister von Dreiskirchen. Dort gibt es eines der größten Asylaufnahmezentren Österreichs. Das Zentrum war 2015 teils heillos überfüllt. Babler gab der damaligen Regierung die Schuld und setzte sich demonstrativ gegen Masseneinrichtungen für Flüchtlinge ein. Das Resultat? 72% der Dreiskirchner wählten in 2020 wieder. Welche politischen Inhalte vertritt Babler? Babler fordert ein Wahlrecht für Ausländer und schnellere Staatsbürgerschaften. Außerdem die 4-Tage-Woche, eine Arbeitsplatzgarantie, einen Rechtsanspruch auf Pflege und ein Recht auf Facharzttermine innerhalb von 2 Wochen. Beim Thema Klimaschutz empfiehlt er ein Verbot von Privatjets. Kann die SPÖ mit Babler erfolgreich sein? Klar ist, Babler würde das Profil der SPÖ schärfen. Und zwar in Richtung Linkspopulismus. Kritiker meinen, dass einige von Bablers Positionen besser zu einem KPÖ-Wahlkampf passen würden. Ist das in Österreich mehrheitsfähig? Wissen wir nicht, weil die SPÖ das in der Form noch nie probiert hat.